Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Diesel Online. Dies ist der fünfte Teil meiner Videoreihe Tag des großen Umbaus und seid heute wieder mit dabei, wenn es euch gefällt bzw. euch es interessiert. Wenn es euch natürlich interessiert und gefällt, gerne den Kanal einmal abonnieren, das wäre ganz gut und unterstützt mich halt und ich sage schon mal dort vielen Dank dafür. Wo sind wir in der letzten Folge stehen geblieben und zwar in diesem Sektor. Ich habe die Wohnhäuser allgemein hier vor dem oder epischen Schmiede hingestellt. Habe die anderen blauen Wohnhäuser natürlich hier auf einem Fleck gestellt. Habe natürlich so das ein oder andere noch so ja, hingestellt, mal irgendwo eine Feuerschale oder so, also so Kleinigkeiten kommen auch immer wieder nach und nach. Des Weiteren haben wir die Schwarzbäume jetzt auch hier hingestellt sprich, dass ich alle Schwarzbäume auf einer ja in einem Sektor zumindest habe. Das ist ja auch schon mal ganz okay. Mal gucken, vielleicht strukturiere ich sie halt noch mal um, aber das wird dann mit der Zeit kommen. Unser Hauptaugenmerk wird auf jeden Fall heute in ja, rund um das Rathaus sein, sprich in diesem Bereich und hier vorne, wie ich ja im letzten Video bereits angekündigt habe. Wer natürlich die letzten Videos nicht gesehen hat, gerne nachholen, dann seid ihr natürlich auch hier up to date und könnt direkt hiermit einsteigen. Als erstes freue ich natürlich die Informationen, ich werde die Werkzeug schmieden. Ich habe sechs an der Zahl. Und zwar die Verschiebungskosten zeige ich euch natürlich auch hier bei den Gebäuden. 300 Marmor, 200 Münzen werde ich alle hier hingestellen. Dort habe ich halt sechs Plätze frei. Das passt in dem Sektor in zwei Reihen werde ich meine Eisenschmelzen hin tun, daneben die Stahlschmelzen, die Stahlwaffenschmieden hier unten hin, weil ich dann insgesamt vier Stück habe und die eine einzige Eisenwaffenschmiede, die ich habe, die wird hier in der Ecke postiert, das passt auch zwischen den beiden Lagerhäusern ganz gut und davor natürlich dann die Eisenschmelzen, das heißt auch dort die eigenen Produktionsketten so nah wie möglich zusammen. Ja, dann brauche ich nicht so lange zu suchen, um ja irgendwas zu finden und weiß dann genau, okay, das passt dann und gefällt mir dann dementsprechend ganz gut. Ich werde das Sonnenblumenfeld auch hier schon mal abreißen, weil ich jetzt im Moment keine Fläche 4x4 frei habe oder dafür freischaufeln möchte. Das ist halt der Nachteil, wenn man einen Umbau macht, dass man auch genug Platz hat, um ja, diverse Gebäude temporär irgendwo erstmal hinzustellen. Ja, und der Server ist auch in diesem Teil nicht gerade der beste. Ja, ich mache das mal äh, in einer kurzen Pause dann, <laughs> damit man die Verschiebenkosten so gering wie möglich hält. Und ich werde natürlich euch auch die Kosten von den Gebäuden, die ich heute noch äh, ver ja, versetze, natürlich zeigen. Das etwas geringer zu halten, ist natürlich schon mal ganz wichtig. Oder man kann es halt so machen, dass man halt die Gebäude, wie in dem Fall eine Stufe 7 Eisenschmelze, kostet 600 Marmor und 300 Münzen, um das halt so gering wie möglich zu halten, dann natürlich auch schon dorthin zu stellen. Wo schon mal etwas Platz ist. Und dann muss man nicht ja, zu häufig die Gebäude hin und her schieben. Und wie ihr sehen könnt, die Performance ist auch in diesem Teil des Videos nicht die beste. Ich habe es versendet und es ist optisch nicht sichtbar. Ja, das ist halt in den letzten Tagen leider Gottes Gang und Daher BB, also Blue Byte, bitte schraubt mal an den Servern. Auch hier eine Eisenschmelze. Und dann werde ich jetzt auch nach und nach das schon mal umsetzen. Ein paar, ja, paar Sachen muss ich auch temporär irgendwo anders hinsetzen erstmal. Aber werde ich euch natürlich auch Schritt für Schritt zeigen. Ich habe einen Teil der Kupferschmelzen schon mal versetzt. Auch hier dann die Informationen, was die Kosten für die Verschiebung kostet. Stufe 7: einer Kupferschmelze, 300 Marmor und 200 Münzen. Die werde ich noch hier hinstellen. Dann der farbenprächtige Feinschmied ist auf Stufe 7 mit 150 Mörteln und 100 Münzen zu verschieben. Das werde ich erstmal temporär hier hinschieben, weil ich nämlich jetzt erstmal die Eisenwaffenschmiede dorthin stellen kann. Okay, auch hier wieder der ja, Anzeigefehler. Aber ich habe heute schon, ich weiß nicht, wie oft ich Redock gemacht habe im Spiel. Ja, und ein paar Mal wird das wahrscheinlich noch passieren. Eine Eisenwaffenschmiede auf Stufe 6 kostet 400 Marmor und 200 Münzen zum Verschieben. So, dann steht sie zumindest schon mal dort richtig. Besser gesagt, ja, okay. Hey. <laughs> es hat geklappt. Natürlich. Die Meier Werkzeugschmiede der vierten Generation produziert halt auch Eisen oder beziehungsweise halt hier Bronze. Ich kann mich jetzt auf Eisen. Ich hatte wahrscheinlich die Eisenschmelze gerade in, in der Sicht. Die ist kostenfrei oder kostenlos zum Versetzen. Daher werden wir sie halt auch hier tun. Dann sind halt in einer Reihe oder so gut wie in einer Reihe die Kupferschmelzen, die Bronze herstellen in einer Reihe. Auch hier wieder der Anzeigefehler. Portal der Schmiede, sie braucht also der ähm, der vierten Ära braucht halt keine Sachen davon. Ja, nach dem neuen Start. Ich wollte jetzt nichts Verkehrtes sagen, deswegen war das auch sehr abrupt gerade, weil ich wollte sagen, dass die Maya Werkzeugschmiede der vierten Ära keine Rohstoffe benötigt, um Werkzeuge herzustellen. Das ist natürlich nicht richtig. Und zwar sie benötigt natürlich Bronze natürlich um Werkzeuge herzustellen, weil ich war gerade im Gedanken, dass die Bronze herstellt, war natürlich a nicht richtig, um das jetzt klarzustellen. Sie benutzt Bronze, um Werkzeuge herzustellen. Das heißt, ich habe sechs Kupferschmelzen hier stehen und eigentlich müsste ich die dann natürlich auch zu den Werkzeugschmieden hintun. Hm. Jetzt haben wir ein Problem. Auch dort wieder eine ungerade Zahl. Mag ich ja sowas von gar nicht. Daher erstmal hier die Sache, dass ich es hier hinstelle. Dort steht eh nichts. Und kann dann nebenbei produzieren. Mal gucken, was ich mit dem Gebäude in Zukunft dann machen werde. Kommen wir zu der Versetzungskosten der Stahlwaffenschmieden. Auf Stufe 6 kosten sie dementsprechend 1000 marmor und 700 Münzen. Wie erwähnt werde ich sie hierhin versetzen. Natürlich selbe Kosten und so weiter. Und da ich hier eine vierte schon in im Aufbau habe, werde ich natürlich jetzt der Ordnung halber und der Vervollständigung diese schon mal dorthin setzen. Dort sind die Verschiebungskosten, wenn man sie halt levelt, von 4 auf 5.000 Laubholzbretter und 800 Marmor. So, dann sind schon mal die Stahlwaffenschmieden auf einem Fleck. Jetzt werde ich einfach mal, ohne jetzt zigtausendmal was zu schneiden oder Pause zu machen, die Feinschmiede auf Stufe 7. Kosten 300 Marmor und 200 Münzen. Diese werde ich jetzt erstmal hier einfach hinstellen, weil ich da jetzt auch mittlerweile heute genug umgestellt habe und irgendwann ist das echt mühsam und natürlich auch teuer, aber egal. Die Kosten sind mir jetzt nicht ganz so wichtig. Zumindest habe ich jetzt die Möglichkeit, die schmelzen auf Stufe 7 600 marmor 300 Mar äh, 600 marmor und 300 münzen kosten sie wenn man sie versetzen will erst dahinstellen und dann habe ich das erstmal erledigt und man muss natürlich auch sagen äh, dass die performance ultra schlecht zurzeit ist also ihr seht noch das gebäude habe ich später versetzt als das hier und das ist immer noch nicht versetzt Okay, jetzt aber. Also hat jetzt auch bestimmt 20 oder 30 Sekunden gedauert, bis das mal ja, vollzogen war. Die Stallschmelzen, beziehungsweise genau die Eisenschmelzen, die ich ja äh, auch vor oder beziehungsweise Level gerade von 4 und 5, kosten 300 Laubholzbretter und 250 Marmor. Die kommen natürlich auch erstmal hier hin, beziehungsweise dort, wo sie auch hin sollten. Daher ist das ganz gut. Die nächsten Gebäude werden jetzt die Steilschmelzen sein. Diese habe ich auf Stufe 7, drei Stück im Moment, kosten 2000 Marmor und 1000 Münzen, wenn man sie versetzt. Und diese werde ich natürlich jetzt auch ohne Pause mal versetzen. So. Dann geht das auch etwas zügiger hier. Und die Folge wird eh nicht allzu lange sein, da ich nicht allzu viele, ja, heute vorhabe, bzw. euch allzu viel zeigen wollte. Stahlschmelze von vier auf fünf, wenn man sie levelt, kostet 800 Laubholzbretter und 800 Marmor, wenn man sie versetzen möchte. So, jetzt habe ich alle vier Stahlschmelzen in einer Reihe. Acht Eisenschmelzen, eine Eisenwaffenschmiede. Hier Stahlwaffenschmieden auf einem Fleck und die Stahlwaffenschmiede wird natürlich auch auf Stufe 6 gebaut. Die Stahl schmelzen auf Stufe 7, Stahl schmelze so und die Eisen schmelzen auch auf Stufe 7. So der Feinschmied kommt natürlich da wieder weg. Jetzt werde ich natürlich mir erstmal Gedanken darüber machen, wie es hier gerade weitergeht mit der Planung. Also ich wäre nicht ich, wenn ich zigmal hin und her überlege, beziehungsweise mir neue Taktiken, wie ich was wo hinstellen werde, habe ich mich entschlossen, die Kupferschmelzen nicht in einer Reihe zu bauen. Und zwar da ich sechs Stück habe und hier ein Neunerfeld frei habe. Und für mich gehören halt die Kupferschmelzen zusammen mit den Bronzewaffenschmieden weil sie halt auch Bronze benötigen, plus Kohle, würden natürlich dann Bronze Schwerter produzieren. Und ich habe nur noch drei Bronze Schmieden auf Stufe 7. Und diese werde ich jetzt zusammenstellen und zwar hier in den Neunerfeld. Die Versetzungskosten der Kupferschmelzen habe ich bereits gezeigt. Die Bronze Schmieden kosten zum Versetzen 300 Marmor und 200 Münzen und je alle auf Stufe 7. Fertig sieht es erstmal so aus, beziehungsweise ein Zwischenschritt. Ich habe die sechs Kupferschmelzen hier hingestellt, davor die Bronzewaffen schmieden und im gleichen ja, Zuge habe ich auch die Feinschmiede, die drei versetzt, beziehungsweise den farbenprächtigen Feinschmied dort. Nach einer kurzen Pause habe ich natürlich das. Sonnenblumenfeld oder Sonnenblumenzucht, die ich noch gerade abgerissen habe, werde ich hier erstmal temporär hinstellen, dass ich zumindest etwas Ölsaat dort produziere, weil ich jetzt auf Ad-hoc nicht weiß, welche vier Gebäude ich dort hinstellen könnte. Allerdings habe ich die Meier-Werkzeugschmiede der vierten Ära auch natürlich zu den Werkzeugschmieden erstmal wieder gepackt ist das zumindest erstmal wieder auf einem Fleck und habe hier noch zwei freie Flächen und eine hier. Da ist im Moment nichts geplant. Ich baue zwar schon nach, warum ich das auch nachbaue, bin ich euch natürlich auch schuldig. Ganz einfach, da ich regelmäßig jetzt auch Grabräuber spiele und dort halt auch ja, Soldaten verlieren. Ja, und die Soldaten brauchen halt logischerweise Stahlschwerter. Also muss ich die Stahlschmelzen und Stahlwaffenschmieden etwas ausbauen, damit ich genug von den Waffen bzw. Ja, Rohstoffen an sich habe. Also sprich Stahl, was ja weiter verarbeitet wird mit Kohle für Stahlschwerter. Ist zwar jeweils nur eine Schmiede und eine Schmelze dafür auch die Nachproduktionen, weil für Stahl wird halt auch... Eisen gebraucht und aus Eisenerz und Kohle wird halt Eisen und die Stahlschmelzen brauchen halt Eisenbarren plus Kohle, um Stahl herzustellen. Wir waren schon länger nicht mehr in der Wirtschaftsübersicht, auch hier die, ja, dass ich das euch mal zeige, warum und wieso ich das halt mache. Wir sehen hier einmal, dass ich zwar Eisenerz mehr produziere, als ich jetzt benötige, beziehungsweise halt der Nachschub ist halt sehr gut gegeben durch die Eisenmin. Allerdings wird ja auch durch die Stahlschmelze und Stahlwaffenschmiede mehr Eisen benötigt. Daher zwei Eisenschmelzen nachgebaut. Und netter Nebeneffekt, ich habe halt im Lager, will natürlich auch im Lager gehen noch genug Eisenerz, um daraus halt Eisen herzustellen, um halt da mal von dem großen Lagerbestand rauszu oder das zu verringern, kann es auf jeden Fall nicht schaden, mehr Eisen schmelzen nach und nach zu haben. Ja, ganz vergessen hier noch zu erwähnen, ich habe ein großes Lagerhaus dort noch hingestellt. Das steht jetzt erstmal temporär da. Überlegung ist halt, ob ich vielleicht noch eine Stahlwaffenschmiede nachbauen werde. Aber das, das sind halt so welche Optionen oder Überlegungen, die ich halt, ja, dann sehe, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Stahlschwerter benötige. Aber da habe ich es jetzt nicht ganz so eilig mit, dass das jetzt von heute auf morgen haben muss oder die Entscheidung damit gefallen werden soll. Hängt natürlich auch davon ab, wie viele Grabräuber ich halt auch. Spiele, besonders jetzt zum Valentins-Event 2023. Da habe ich auch schon ein bisschen meine Truppen aufgestockt. Das könnt ihr natürlich auch schon mal ja, am besten machen. Ich habe halt Soldaten und damals ähm, Elitesoldaten schon mal einige vorproduziert, weil sie auch von der Nachproduktion her dementsprechend dauern. Hängt von eurer Stufe der Kaserne ab. Wie viel Übungsgelände ihr habt und so weiter, und da, ob ihr das ja die Produktion mit verschiedenen Buffs beschleunigt. Aber trotzdem kann man sich für dieses Event schon mal vorbereiten. Das ist halt so ein kleiner Tipp, den ich euch schon mal geben kann. Und ich hoffe mal, dass ich auch den Teil ähm, noch vor dem Valentins Event 2023 euch freischalten werde, dass ihr das gucken könnt, falls das nicht der Fall sein sollte, dann tut es mir leid, dann sind noch andere Sachen dazwischen gekommen oder halt andere Projekte von Videos, da ja nur die Informationen auch hierzu, dass da eventuell eine Verschiebung kommen kann. Das Gute ist auch, ich lasse die ja gerade ausbauen, die sind dann auf jeden Fall Stufe 6 bevor das Valentins Event beginnt und das ist auch so mein Ziel oder auch den Tipp, den ich euch immer wieder mal gebe, wenn ihr etwas ausbaut, am besten nicht zu Eventzeiten oder halt davor, wenn ihr das irgendwie zeitlich einplanen könnt, dann habt ihr da zumindest im Event einen höheren Nutzen, weil man, also das kann ich auch nur empfehlen, Premium. Beziehungsweise eine Premium-Freundförderung, abgekürzt PFF, euch zu setzen, also gegenseitig mit einem Freund. Da habt ihr dann den besseren, ja, ihr habt ja halt verschiedene Vorteile und macht natürlich auch mehr Sinn zu Events, also mehr Ressourcen, mehr Erfahrung, schnelle Produktion von Soldaten und so weiter und so fort. Daher immer gerne, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch die jeweiligen Buffs zu setzen. Und natürlich, wenn es um Umbau oder beziehungsweise Ausbau von Gebäuden am besten kurz vorher oder kurz nach einem Event tätigen. An dieser Stelle werde ich mal diese Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, gerne den ja, Daumen hoch mal oder die Kommentarsektion unterhalb des Videos benutzen oder den Kanal allgemein. Ja, unterstützen, indem ihr ihn abonniert. Dann verpasst ihr halt auch kein weiteres Video mehr. Ich sage schon mal einen schönen Abend. Bis zum nächsten Teil, beziehungsweise dieser Reihe natürlich. Es wird mit Sicherheit das eine oder andere noch kommen. Aber wir haben halt heute etliches geschafft und so viel ist auch nicht mehr. Wie gesagt, so was kapazität und Umbau und ja, das Ergänzen, das kommt halt nach und nach. Das ist halt auch nochmal eine größere Baustelle. Aber ja, das wird, wird noch irgendwann kommen. Deswegen lasst euch einfach mal überraschen. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.